Zack. Wenn ich die Zeit hätte und die Langeweile, würde ich mir auch die roten Rubine da holen, aber nee. Wir fangen direkt mit dem Boss an. So. Zack. Dann komm her, Kumpel. Willenloser Dschungelkrieger, oh Räuber. Ja. Komm einfach mal her, Kumpel. Attacke! 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 Schlaberst du? Bup. Zack. Und gewonnen. Lustig. Wie lange waren das? 30 Sekunden oder 20 oder so? Kann sein, ne? Aber erstmal ein Hitter-Herz-Container für Nilsi. Und wir haben insgesamt 5 Herzen, das wird ja mal geiler. So. Odolvas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Schön. Oh Mann, warum musste das hier so eklig fail sein mit dem Strich da? Ja, schöne Gegend hier, ne? Wäre noch viel schöner, wenn nicht dieser Schnitt durch ein Bild wäre. Was ist das? Voll der Gigant, Mann. Warte, hör doch. Er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Bein so etwas wie eine Melodie lehren möchte? Steh nicht einfach herum. Schnapp dir dein Instrument. Ob das wohl das Lied ist? Das war doch schön und episch. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Da würde ich voll Angst kriegen, Mann. Ruf uns. Das hat er gesagt. Ja, und das Wasser normalisiert sich. Juhu!
die Sophia von den Tal gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du sowas schon mal gemacht? Na klar. Sehr oft. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey, was ich getan habe, ich meine, dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horror-Kid nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Ja, aber erstmal retten wir die Prinzessin. Also, wir retten sie richtig. Wer bist du? Nils? Erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Also, hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen? Sehr gut. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Sag nicht. Bist du sicher? Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder eine seiner voreiligen Entschlüsse. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Nils. Hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Ja, das hab ich. So. Leeren wir noch schnell unsere Feenflasche, stecken sie ein und dann machen wir Pause. Zack. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Zwar ist es ein wenig eng, aber wenn du dich beeilst, wird es nicht zu unbequem. Drücke C, um sie wieder freizulassen. Oh, Sir Nils, wir dürfen keine Zeit verlieren. Rasch, bring mich zum Palast. Ja, Leute. Machen wir einfach mal Pause hier. Und ja, ich würde sagen, in zwei Parts sind Dämmerwald-Tempel durchgespielt. War doch ganz cool, ne? Und der Kampf hat wie immer nicht sehr lange gedauert. War geil, der Part. Ja, und im nächsten Part werde ich noch nicht gleich in den Deku-Palast. Ich werde vorher noch kurz was nachschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.